Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Auflösung des Eurovision Song Contest Gewinnspiels. Gestern habe ich ja mein Verlosungsvideo hochgeladen. Ihr konntet 4 schöne Produkte von Kosmetikmarken gewinnen, wenn ihr mir einen Tipp abgebt, auf welchem Platz die Lena mit ihrem Song Satellite landen wird. Ein paar Stunden später begann dann auch der Eurovision Song Contest und ich war absolut geflasht, dass wir tatsächlich diesen gewonnen haben. Deutschland auf Platz 1 hat alle anderen Länder hinter sich gelassen. Hätte ich wirklich niemals gedacht, obwohl ich das Lied mag, hätte ich nicht geglaubt, dass die anderen europäischen Staaten das genauso sehen und wir ja wirklich 10 bis 12 Punkte fast jedes Mal abgeräumt haben und mit einem wahnsinnigen Vorsprung als Sieger aus dem Contest hervorgegangen sind. Besonders süß fand ich natürlich Stefan Raab, wie geflasht er war. Er hat ja geglüht und hat sich ständig die Fahne irgendwie um den Kopf gewickelt, weil er gar nicht wusste, wie er reagieren sollte. Und ich finde, er hat es absolut verdient. Da steckt auch sein ganzes Herzblut drin, das hat man sehr gemerkt. Und auch, dass er der Lena sehr, sehr zugetan ist. Und natürlich auch sie war super süß und total überwältigt. Und ich freue mich einfach wahnsinnig. Und Deutschland hat natürlich auch in fast jeder Stadt eine riesengroße Party veranstaltet, was natürlich nach so einem Sieg ganz klar ist. Apropos Feiern, vielleicht hat jemand von euch jetzt auch Grund zum Feiern, nämlich einer von euch, der auch auf Platz 1 getippt hat. Aber natürlich, der auf Platz 1 getippt hat, bevor die Ergebnisse raus waren. Es gab nämlich ein paar Schlingel, die während der laufenden oder nach der Auflösung auch noch ihre Tipps abgegeben haben. Und da hatte ich ja schon im Video gesagt, dass der Contest nur so lange läuft, wie noch kein Ergebnis feststeht. Also bevor überhaupt die erste Punktzahl im ganzen Contest verkündet worden ist. Deswegen werden natürlich auch nur die dann gewinnen, die in diesen Zeitraum fallen. Jetzt schauen wir uns zusammen meinen PC-Bildschirm in Großformat an, wie ich das immer mache in meinen Auflösungen. Und der Zufallsgenerator wird bestimmen, wer von euch die schönen Produkte von P2 und Alverde nach Hause geschickt bekommt. Also bis gleich. So, hier befindet sich mein Video und wir schauen hier rüber und sehen, dass hier 1500 Kommentare gepostet worden sind. Wir gehen mal auf das Video drauf und schauen, wie viel Seiten Kommentaren das insgesamt entspricht. Dazu scrolle ich die Kommentare jetzt bis zur letzten Seite vor. So, hier sind wir auf einer Online-Seite mit einem Zufallszahlengenerator. Das ist diesmal eine andere, als ich sonst immer benutzt habe, weil diese gerade nicht funktioniert. Wir geben eine Zahl ein zwischen 1 und 150, denn wir möchten zwischen diesen beiden Zahlen eine Zahl rausgeschmissen haben und er gibt uns die 87. Das heißt, ich suche jetzt auf meiner YouTube-Seite die Seite 87. So, hier bin ich auf der Seite 87 und wir schauen mal, ob sich da ein Platz 1-Tipp befindet. Nein, hier noch nicht, denn das war vor 18 bis 19 Stunden. Da hat sich also noch überhaupt nichts abgezeichnet. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und löschen das und hier wieder zwischen 1 und 150 die 67. Hier sind wir auf der Seite 67 und scrollen uns hoch und schauen mal. Hier sehe ich schon einmal Platz 1. Ich sehe nur einmal Platz 1 auf dieser Seite und das ist von Mrs. Zara. Das heißt, unsere Gewinnerin heißt Mrs. Zara. Herzlichen Glückwunsch! Also Miss Zara, du bist die Gewinnerin. Herzlichen Glückwunsch. Schick mir bitte deine Adressdaten, damit ich hier den Preis übersenden kann. Es hätte eigentlich ein anderes Mädchen gewonnen, aber leider hatte sie, nachdem ich sie gezogen hatte, die Teilnahmebedingungen nicht eingehalten und da konnte sie leider nicht gewinnen. Deswegen sage ich das ja auch explizit immer dazu und schreibe das nochmal ausführlich unter das Video. Also auch das bitte immer mit beachten, wenn ihr an einem Gewinnspiel teilnehmt. So, das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend, morgen einen guten Start in die Woche. Das nächste Video kommt dann in einigen wenigen Tagen, wird wieder sich um Kosmetikprodukte drehen, die ich euch vorstellen möchte und euch mein Urteil dazu abgeben will. Ich weiß, ihr wartet auch ganz gespannt wieder auf neue Make-up-Tutorials und Nageldesigns. Momentan bin ich aber eher auf dem Produktvorstellungstrip, da ich zurzeit ganz viele da habe, die ich euch noch präsentieren will, weil ich weiß, dass ihr auch immer sehr viel Interesse an neuartigen Produkten für euch habt. Und dann natürlich auch mein Urteil dazu hören möchtet. Aber keine Angst, natürlich geht es auch bald wieder mit schönen Augen-Make-up-Tutorials und Nageldesigns weiter. Macht's jetzt gut, ihr Lieben, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!